Polizisten, ich habe vorhin auch mit ein paar geredet, das sind ganz normale Jungs. Da war halt die Scharfmachertruppe von Volker Bouffier und von Boris Rhein. Die beiden schon. Ja! Es ist ja immer schon, wenn ich bin ja in der ganzen Republik unterwegs und wenn die mich fragen, wie heißt der Ministerpräsident von Hessen und ich sage, das ist der Bouffier. Der Bouffier! Und da hat der Bouffier gesagt, da müssen wir, weil es ist Wahlkampf und es ist klar, da geht es um die Themen Sicherheit, Bürger verunsichern, Angst schüren, Härte zeigen und dann geht's drauf. Und es ist schön, dass heute diese Gegendemo dazu nochmal so stattfindet, weil die anderen merken, oh Scheiße, so ganz kommen wir doch nicht mit unserem Mist da irgendwo durch. Na, wir haben hier ein Grundrecht. Ich soll übrigens Grüße bestellen von den Freunden von Stuttgart 21. Die können heute nicht hier sein, weil sie in Kehl am Rhein, weil sie in Kehl am Rhein den Bohrkopf für die erste Tunnelbohrung gebührend in Empfang nehmen werden heute. Das ist auch schönes Wetter, das ist prima. Nein. Aber da hat sich ja der Bouffier ein Beispiel dran genommen und hat gesagt, so wie der Mappus das gemacht hat, damals mit den Wasserwerfern, da sind noch ein paar übrig gewesen halt. Ist klar, das sind historische Fahrzeuge, ne, die kriegen Standschäden, die muss man ab und zu mal bewegen. Dann haben sie gesagt, kommt mal nach Frankfurt, das können wir gut brauchen. Dann war eine Abordnung von Boris Rhein zur Parlamentarier-Informationsreise noch in Ankara, hat sich dort mit Erdogan getroffen und hat gesagt, wie ist denn dein Pfefferspray? Können wir das bei uns vielleicht auch einsetzen? Und da hat er gesagt, Dümme Kritik, scheiße, Platz besetzen, machen wir drauf, das ist kein Problem. Und wer zu allem natürlich wie immer schweigt, ist unsere tolle Kanzlerin, oder? Hä? Die Unangreifbare, unsere Marienerscheinung, das Bildstöckchen, die von Gott Gesandte, wo, wenn Kritik an ihr geübt wird, das ganze Volk aufseufzt und sagt, oh, Sissi. Na, und sie hat ja das Deutlichste, weshalb wir heute hier sind, dass wir sagen, in Frankfurt, über diese Stadt, über die unser Bundesinnenministerversuch, Hans-Peter Friedrich, zu Recht festgestellt hat, es ist die kriminellste Stadt Deutschlands. Warum? Weil hier das Bankenzentrum ist. Keinen anderen Grund gibt es. Und unsere Kanzlerin hat nach 5 Jahren der Finanzkrise, erst war es Finanzkrise, dann war es Bankenkrise, dann war es Staatsschuldenkrise, dann war es Eurokrise, irgendwann werden sie das Kind beim Namen nennen müssen, Kapitalismuskrise, aber das traut sich noch keiner. Na, und unsere selbsternannte Bundessparmamsell, die ganz Europa in ihr Spardiktat knechtet, hat in 5 Jahren der Finanzkrise nur einen kritischen Satz zu Wege gebracht. Und das war, wir müssen das Vertrauen in die Finanzmärkte zurückbringen. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Das war morgens um 9:30 Uhr. So früh am Tag habe ich noch nie einen Schnaps gebraucht. Ich saß vor dem Fernseher. Ich habe mir nur gedacht, Moment mal, wer muss hier was? Wir müssen das Vertrauen in unsere Privatbanken leihen sich von der von uns finanzierten Europäischen Zentralbank für mittlerweile 0,5% ihr Geld.
kaufen damit Staatsanleihen auf, für die sie bis zu 7% Rendite kassieren. Du überziehst deinen Dispo und zahlst bis zu 17% an die gleiche Bank zurück, die sich vorher für 0,5% ihr Geld bei der... Und da müssen wir Vertrauen in die Finanzmärkte rückbringen. Da fragen sich viele, wofür macht diese Kanzlerin eigentlich ihre Politik, die eine Bankenaufsicht, die eine Bankenaufsicht verhindert hat, als sie gesagt hat, wir brauchen keine schärfere Bankenaufsicht. Das hat Zeit und die Börsenkurse sind durch die Decke gegangen. Ich habe so oft gefragt, für wen macht diese Frau Politik? Dann habe ich im Urlaub eine Buchstabensuppe gegessen und habe mal die Nudelkombination Bundeskanzlerin reingestreut, habe die Suppe ausgelöffelt und am Ende mit den Buchstaben ein bisschen hin und her gespielt. Müsst ihr auch mal zu Hause machen. Wenn man das Wort Bundeskanzlerin lang genug dreht und wendet, steht am Ende da Bankzinsenluder. Damit ist... Damit ist alles gesagt. Manchmal erklärt sich Politik so einfach. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht weiter so. Danke. So geht's voran. So schaffen wir das. Viel Spaß noch. Ciao. Polizeieinheiten. Wir tragen keine Passive. Bewaffnung. Wir tragen Sonnenbrillen und Regenschirme. Schuhe, Socken, Unterhosen, Hemden und Hosen.